Bei mir gibt es so zwei Gruppen von Freunden. Das sind so die daheim oder privat und die vom Skifahren. Das heisst, die vom Skifahren sind die vom Team, wo man fast mehr zusammen ist als die eigene Familie, wo man coole Zeit hat, wo man es gut hat. Und dann gibt es aber noch die anderen daheim. Es sind nicht viele Kolleginnen, die ich in diesem Kollegenkreis habe, aber es sind die, wo ich weiss, ich muss mich nicht täglich melden, wo ich mich immer melden kann, wenn etwas ist. Oder wenn wir uns sehen, ist es so, als hätten wir uns nicht einen Monat nicht gesehen. Oder allgemein dann ein Job oder ich jetzt meine Leidenschaft kann machen, wo man wirklich wenig daheim ist, dann merkt man halt, welches die guten Freunde sind. Ich finde es auch verrückt zu sehen, wenn dann der Erfolg kommt, hast du auch plötzlich wieder mehr Freundinnen. Wenn dir Leute schreiben und dir Glück oder wie soll ich sagen, gratulieren, das ist extrem schön. Und gleichzeitig hatte ich dann so viele Leute, die mir gratuliert haben, dass ich meine wichtigen Leute verpasst habe. Es ist ja eigentlich wichtig, dass du auch Leute hast, die nicht nur im Guten zu dir stehen. Weil es gibt viele schlechte Tage, die man als Sportler hat, die man nicht immer sieht im Fernsehen oder so. Also, und dann brauchst du dann auch wichtige Leute, die dir helfen, dich pushen oder nie aufhören, an dich zu glauben. Das sind die guten Freunde und Bekannten und Familie, die ich habe.